Einen wunderschönen Donnerstag wünschen wir euch schon mal und herzlich willkommen damit zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Der Ben, der hat ja gestern mal den Winstreak hochgebracht in einem normalen Run. Das war ein Spaziergang, also das war fast wie eine Blumenwiese, könnte man meinen. Deswegen werde ich auch wieder ein bisschen mehr Farbe ins Spiel bringen und ich hoffe, wieder in den Hard Mode gehen. Ich hoffe, du failst. Ja, und ich mache ja nicht einen. Ach, dann, du hast ja auch gar nicht random gemacht, du hast Eden gespielt. Jo. Ich bin aber lieber für Isaac. Du wirst bloß alles rerollen. Ys Mascara als allererstes Item. Also, das würde ich mitnehmen, wenn ich du wäre. Auf jeden Fall nicht. Und das auch nicht. Wieso nicht? Kommen die Drehen wieder zurück. Könnte man überlegen, aber. Doppelte Trefferchance. Ja, ja. Na, oben ist ein X-Schein. Du hast eine Bombe, also du kannst ihn springen. Schon, ja, stimmt. Gucken, dass wir irgendwie halbwegs noch zur Goldkiste vielleicht kommen. Nee. Oh, Trollbombe? Ja. 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 Ja, schon mal ein Herzchen. Das ist schon mal Gold wert im Hardmode. Oder Herzwert. Ein bisschen überfordert gerade. Eieiei. Alles klar. Ja, ja, mach mal. Mama. Mama. Hast du dein getötet oder was? Nee, eben nicht. Aber die Spinne kam auf mich zu und hat mich eingekeilt. Deswegen dachte ich mir, gehst du mal raus. Aber hab ich hier dann getötet, die Fliege? Du hast jetzt gerade eben eine Spinne und eine Fliege gekillt, oder? Ja, bei mir. Das waren zwei Fliegen und zwei Spinnen. Ja. Und die Fliege. Achso, na du hast sie rechts oben nicht gekillt. Das habe ich gerade noch gemacht. Ja, aber die andere, da dachte ich, die war bei dir. Alles klar. Nee. Die bei mir war, die hast du doch jetzt noch getötet. Alles das war klar. Die graue. Ich bin tot. Und ich habe oben bei dir die gelbe gekillt. Schatzchen, du sagst gleich. Gerade nicht schlecht. Ich ausgewichen bin, aber das hast du nein. Nicht. Nein. Ah. Aber du bist heute sehr schreckhaft, kann das sein? Ja, aber dafür werde ich nicht getroffen. Das sollte vielleicht schreckhaft bleiben. Mhm. Ist das so eine gesunde Portion Angst oder? Ja. Die Angst zu verlieren. Ja, mach doch. Nein, mach nicht. Ich dachte schon, der macht hier seinen Strahl. Ja. Tür of Diamonds. Auf jeden Fall. Ja, die Bombe ging halt hier hoch, ne? Boah, das kann auch sein, dass die ein Stück zu hoch war. Dann guckt er noch den Raum da drüben an. Genau. Angucken. Da könnte man dann die Krüge sprengen, die liegen ja ganz gut. Der könnte auf jeden Fall da sein. Aber dadurch, dass XL ist, ist halt auch die Wahrscheinlichkeit, dass er irgendwo anders ist, auch da. Ich sag mal so, du hast jetzt nicht irgendwie den Zwang, einen Boss Rush zu machen. Also kannst du auch erstmal in Ruhe alles anschauen. Ja, ich will roll erstmal wieder das Item. Also nimmst du nicht mit. Nee. Yay. Kannst du einmal einsetzen? Genau, um den Raum zu sprengen. Oder die Krüge, lass mal zusammen die Krüge sprengen. In dem Raum Nee, ist der Raum vorher. Ja. Die Krüge. Die haben Frage, wir ja zweimal Krüge? Nee, einmal, ne? Ja, dann würde ich trotzdem die Krüge gern springen, dann komm auf meine Seite. Okay. Was war denn das? Der halbe Bildschirm oder sowas? Etwa, ne? Ja. Okay, weiter zurück noch. Warte. So. Ja. Sehr schön. Na, zwei Münzen sind dann schon mit Tour of Diamonds insgesamt 10. Nimm den Würfel mit. Ja. Dass du den auflädst, lieber. Bin so aufgeregt und er war nicht drin. Dann könnte auch noch da rechts oben sein. Es wird wahrscheinlich so viele Möglichkeiten geben. Wing! Ja, vielleicht hast du ja Glück und rerollst dann den Spelunker-Helm oder die Brillen. X-Ray Vision. Bis dahin habe ich irgendwie, weiß ich nicht, 10 Bomben dafür eingesetzt und nichts gefunden. X-Schein gibt's ja nicht, also ist egal, wo die sich sprengen. Wenn die sich sprengen, selber? Also, hier ist es schon mal nicht. Machen die einen größeren Sprengradius, also mehr Nova. Sonst machen die ja nur in 4 Richtungen, in die 4 Diagonalen. Okay. Wenn sie sich selber sprengen, dann machen sie noch die geraden Linien. Nie drauf geachtet. Das ist mir gerade jetzt aufgefallen. Nett, hätte vielleicht liegen lassen sollen. Ja. Das würde ich mitnehmen. Ja. Gerade wenn es direkt hinter einem ist, ist es recht praktisch. Für Mutter und sonst was. Und du behältst es auch gleich noch als ersten Begleiter. Das heißt, ich kann dir leider nicht wegnehmen. Ja, schießt er. War ganz schön knapp. Aber schön viele X-Steine, Mensch. Mann. Danke. Entschuldigung. Aber warte. Was war denn das?
Das war ein Huster, den ich unterdrücken wollte, was aber irgendwie nicht geklappt hat. Du hast auch sehr dankbare Räume, muss man sagen. Also. Ach, hör da auf. Hard Mode ist das. Ja, ja. Voll. Schieß doch. Oh, Leute. Ja, getroffen. Ich hatte ein bisschen Angst. Ja, ich auch. So, ja, hier könnte er dann halt auch sein, der Geheimraum. Zwischen den vier Räumen, ne? Sehr wahrscheinlich. Und da wir schon beide Goldräume haben, ist er da, ist er nicht. Dann könnte er hier noch links sein. Gucken wir erstmal in diesen Raum. Ja, er könnte da sein. Oh. Sehr gut. Eine Bombe. Bombe. Wir müssen... Eine Bombe! Runterlocken, wollte ich gerade sagen, aber dann lassen wir es halt. Wir haben ihn nicht gefunden. Wahnsinn. Reed! Oh. Just down. Lockdown. Speeddown! Oh. Aber du hättest jetzt rein theoretisch genügend Geld für einen Artikel. Stimmt. Ich habe nämlich überlegt, ob ich jetzt ihn noch sprenge. Weil es gibt ja sogar jetzt in der ersten Ebene durch die XL-Ebene sogar schon einen Deal. Wir haben sogar noch einen Raum, den machen wir erstmal noch. Genau, du kannst einmal rerollen und der Shop müsste da jetzt rein theoretisch dran sein. Rerollen wir noch nicht. Ich würde nämlich... Rerollen wir auch nicht. Rerollen wir wirklich nicht. Na gut, das ist Boss. Devil Deal. Achso. Das stimmt natürlich. Weil und ich sag mal so. Der Rest bleibt ja alles liegen. Ja. Das Rerollen definitiv nicht. Das nimmt man mit und kauft noch die Batterie dann. Also erstmal verdoppeln. Ja. Dann hast du zwei Aufladungen. Ja. Beziehungsweise kannst du die Batterie auch hinterher holen. Aber wenn du sie halt direkt einsammelst. Eine Aufladung? Nee. Ah, macht der es voll? Glaub nicht. Aber wir können es ja immer noch danach irgendwann einsammeln. Na ja, okay, dann. Ja, nee, ich bin jetzt gerade am Überlegen, wenn du noch keine volle Aufladung hast und eine Batterie kaufst. Achso, der macht die erstmal komplett. Der tut nicht. Der macht die einfach nur voll. Genau, das heißt, er macht jetzt nicht irgendwie das voll und noch fünf gelbe Aufladungen. Nee, nee, der macht einfach nur bis voll. Okay, dann wäre es wirklich schlauer. Erstmal einen Raum. Naja, du könntest den ersten Boss machen und kannst dann ja auch erstmal wieder rausgehen. Ja, ja. Und dann kannst du es ja kaufen. Aber ist es dann schon minimum, ob man den ersten und zweiten dann macht? Wie? Wieso? Devil D geht wieder zu. Also hättest du dann für den Devil Deal zweimal die Möglichkeit zu rerollen. Ja, ja. Das wollte ich. Das war der Sinn dahinter. Die Möglichkeit hatte ich gerade noch nicht gesehen. Also jetzt am besten keine Herzen verlieren, ne? Ja. Wir haben ja blaue Herzen. Zum Schutz. Eben. Spawn doch! Macht er wirklich? Auf zu spawnen. So, jetzt mach mal. Mach mal was. Mach was Verrücktes. Achso. Uiui, das war wirklich verrückt. Ah, er schießt glaube ich gleich auf dich. Na ja, geht. Okay. Hat er irgendwie gerade Spaß mit meiner Fliege da drüben. Gut. Wie gesagt, kannst du es überlegen. Nee, ist gut. Scooty. Scoozy, Scoozy. Sprengt man hier noch was, ist die Frage, ne? Naja, du hast zwei Bomben, Geheimraum hast du. Könntest du es überlegen, zumindest sechs Krüge insgesamt zu sprengen. Ja, machen wir mal, ne? Also auch einfach dazwischen legen. Also ist rum wie numm, sagen wir es mal so. Die wegschiebt nicht. Raus und rein. Raus und rein? Aber es war nichts da, das hätten wir schon gehört. Ja. Na toll, zwei Bomben für umsonst. Schade. Wie läufst du? Weiß ich noch nicht. Aber... Ich habe zwar gesagt, du musst dich nicht beeilen wegen kein Boss Rush und so, aber... Das heißt trotzdem nicht, dass du hier Spaziergänge machen kannst. Spaziergänge? Kennst du die Spaziergänge? Genau, und noch die Batterie. Ha, soll ich? Mach ich nicht. Mach doch. Ja. Ja. Nicht verklemmt. Schon mal ein gutes Zeichen. Nur eine Münze. Jede Ebene eine Münze. Wir dürfen nämlich nicht zu schnell machen. Stimmt, wir müssen ja noch ein bisschen Zeit rauszögern. Aber, ich hab dir das Problem mit meinen Thumbnails gesagt, oder? Nee, noch nicht. Wir müssen unter 100 Folgen bleiben. Ich hab mal die Thumbnails analysiert und festgestellt, ich krieg da keine dreistellige Zahl hin. Also das ist irgendwie schlecht. Ich habe da schon eine ganz gute Idee. Falls wir es bis Folge 99 schaffen sollten, Platinum Gott zu werden, dann habe ich da eine gute Idee dafür. Ansonsten wird es schwierig.
Wie gesagt, wenn wir es bis Folge 99 schaffen, brauchst du überhaupt keine Idee zu haben, weil da mache ich einfach so weiter wie gehabt. Danach, da brauche ich deine Idee. Ja. Ja, das meine ich ja. Nach der 99 hätte ich eine Idee, wenn wir es schaffen sollten, Platinum-Gott zu werden. Und dann sozusagen, was weiß ich, Winstreak oder sonst was machen wollen, oder... Du wirst da noch weiterspielen? Ja. Ich sehe schon, wir werden das bis an unser Kanalende spielen, oder? Naja, das Ding ist doch, wir warten da auf Afterworld und wir müssen die Zeit irgendwie überbrücken. Ah, okay. Ah, dann sagen wir so, Isaac macht ja auch Spaß. Oh, das ist ziemlich ekliges Item. Ja. Drei das, Devil Deals. Also, davon würde ich nichts mitnehmen. Okay. Damage. Damage. Und ein blaues Herz, glaube ich, ne? Ja. Nein, kein blaues Herz. Dann war, was das blaue Herz? Der Vertrag, glaube ich, oder? Nee, das andere. Das andere nicht das Pentagramm, sondern die drei Sechsen. Achso, alles klar. Ja, jetzt ist die Frage. Schwierig. Würde ich fast mitnehmen und das andere liegen lassen und dann lieber. Das Spiegel-Item nochmal rerollen. Ja. Und die Shuffle-Ding halt mitnehmen, scheiß drauf. Wir shuffeln gerne. Da kriegt man noch einen Herzcontainer. Everyday I'm shuffling. Siehst du? Okay. Ja, Damage haben wir wahrscheinlich ein bisschen verloren. Obwohl. Nö. Und aber Shotspeed ging hoch. Also. Wir sind doch schneller. Wieder. Gut, der hat durch die Tears Down haben wir natürlich und die. Was war's noch? Lockdown. Haben wir natürlich ein bisschen verloren gehabt. Ja. Das hat sich voll gelohnt. Heb's wenigstens auf. Ach ja. Sonst war ja gar nicht mehr der Spiegel. Nee. Führen auch ein. Einmal kannst du ja einsetzen. Aha. Dass ich dir ja alles sagen muss. Denk doch mal mit. Guck ein halbes Herz. Nur für dich. Und du lässt es liegen. Ist du? Ich schenke dir hier mein Herz. Und ich nehme das hier. Das ich mir selbst erkämpft habe. Na toll. Mhm. Du hast überhaupt nichts erkämpft. Du hast dir von einer Trollbombe helfen lassen. Ja. Mhm. Also von wegen erkämpft. Das Solange war ja du gute Verbündete suchst, ist alles okay. Vitamin B. Vitamin Bombe. Hm? Alles klar. XL, kennst du? Wir haben genug Räume für den Cube. Oh. Den hat's ganz schön geschoben. Den hab ich nicht kommen sehen. Du kommst hier nicht durch. Damage ist doch halbwegs okay. Ja. Könnte schlimmer sein, sagen wir so. Oh, ich hab Probleme. Alles klar. Das war gut. Ja, alles klar. Einer lebt noch. Es lebt keiner mehr. Tears Down. Ich mag es. Oh, hier ist ganz eklige Ecken. Muss ja wieder am Tag aufnehmen. Was denn? Ja. Uiuiui, der ist aber schnell. Ja, der hat ein offenes Auge. Der sieht dich. Die anderen riechen dich, glaube ich, nur. Deswegen so Nase nach oben. Ja. Eine explodiert. Ja, ja. Also macht er nicht. Drüber. Ach so. Nee, macht er nicht. Das ist auch eklig mit der Farbfärbung. Farbung? Mit der Farbung? Ja, komm zu mir. Ich danke dir. Bitte. Brauchst du das mit dem Cube oder so? Ich weiß es nicht. Nö, geschossen. So, nett. Zum Beispiel hier. Oh, klar. Was soll das, Benny? Musst du wieder Schaden nehmen? Weißt du, ich habe in der ersten Ebene keinen Schaden bekommen. Das war eigentlich schon ein Wunder. Das war nicht schlecht, ja. Hast du irgendwie Fliege hinter dir? Ja, ja. Aber ich wollte keinen Schaden kriegen. Ich mach den mal kurz hier kaputt. Mach mal. So, das ist ganz gut, dass die Aufladungen weitergehen. Die sind alle schnell. Ja, ja. Der eine liegt noch. Oh. Ja! Gib dir deinen. Hat er dir ein Herz Schaden gemacht? Hat er? Ja. Es ist auch schlimm, dass die so extrem weit wegrutschen. Ja, die hauen halt ab. Die, die haben richtig, ja, Fluchtinstinkt. Ist das vier gewesen? Oder vier Stück? Ja, wir brauchen die Schlüssel. Das ist das Problem gerade. Die zwei auf jeden Fall, ja. Nicht in meine Richtung. Oh, das Gute ist, dadurch, dass das XL ist, kriegt dein Würfel auf jeden Fall auch die ganzen Aufladungen. Ja, ja, aber wir müssen trotzdem irgendwann mal einen Goldraum finden. Ja, aber. Vier Räume noch. Das
ist nicht so viel. Und hier ist er schon mal nicht. Eins Feuer. Du spielst ganz schön mit dem Feuer, kann das sein? Ja, stark, oder? Es war nur einer einmal reingerannt, aber... Der Gedanke war gut, der Gedanke zählt. Ja, ich muss erstmal mit den Schlüssel, du kannst die Kiste aufmachen. Wundert mich eigentlich, dass so recht wenige bis jetzt da liegen. Sehr gut. Jetzt können wir noch ein paar mehr aufmachen. Ist auch ganz gut, dass wir dann auch einen Shop können oder ähnliches. Temperance ist das ja nur. Hm? Also, die Frage ist, ob du es mitnimmst und mitsprengst dann irgendwo. Ja. Ist Geld drin? Vielleicht. Eventuell. Gibt es denn auch die Chance, dass da dann der Blutbeutel drin sein könnte? Nee, ne? Da muss. Ah, das haben wir ja gehabt. Ja, das fiel mir auch gerade ein. Auch da könnte der Geheimraum sein, oder? Ne, der ist doch aufgedeckt. Wir haben das dann gehabt. Rede ich irgendwie mit einer Wand? Da könnte der Geheimraum sein. Da drüben sieht man den. Weißt du? Da könnte der sein, wo das Fragezeichen ist. Sehr gut. Klar. Uiui. Erstmal die zwei Räume zum Goldraum, dass die Aufladung nicht verschwendet werden. Oh. Aha, einen Schuss hat er aber gefangen. Hätte geprockt, hätte procken können so rum. Ja, war das jetzt eigentlich anhand des Schadens, den er nimmt, oder eine gewisse Wahrscheinlichkeit, wenn er getroffen wird? Wenn er getroffen wird, bestimmt eine Wahrscheinlichkeit. Also ja. Jetzt, aber... Der prockt zu langsam. Na, wenn die kurz ineinander hochkommen... Nicht machen. Ein wahnsinniger Spaß für die ganze Familie. Ich finde immer noch, dass das hier eigentlich die intelligentesten Gegner sind, oder? Kommen raus, schießen und verstecken sich wieder. Ja, aber besonders auch wenn die in einem, ich sage jetzt mal, Rudel, perfekt. Ja, in einem Rudel auftreten, dann schießt immer der Erste, macht den Kopf wieder runter und erst dann kommen die anderen hoch, die sich hinter den Ersten verstecken. Nein! Verbindet, ey. Geh weg. Ich hätte die Temperance legen müssen. Aber trotzdem, ich glaube, der Schaden ist gleich geblieben. Was heißt denn der Schaden von uns? Ja, die Tränen sind zwar größer, aber der Schaden hat sich nicht verändert. Ja. Dollar, da der Würfel ja voll ist. Unterschiedliche Schüsse. Ja. Frage ist, gut oder schlecht? Ja, schlecht, meiner Meinung nach. Spoonbender. Das ist auf jeden Fall gut. Zum zweiten Goldraum erstmal, oder? Mhm. Durch einen großen leider. Und nur zwei Herzen, das ist eklig. Okay. Kannst du natürlich nicht mehr gezielt töten, was. Ja, wobei, es geht schon. Was heißt gezielt töten? Guck doch immer. Ja, nee, ich meinte auch, du kannst jetzt nicht sagen, ich versuche jetzt erst den einen zu töten. Sondern hier biegen halt dann auch mal Schüsse ab und fliegen dort hinterher. Ja, das ist wütend. Immer Raum. Ich bin immer noch der Meinung, dieses Spuckgeräusch hat der Entwickler selber aufgenommen. Brock, bitte! Brock, schneller! Ah, oh! Ich bin wirklich erschreckt. Ja, aber ich habe meinen Spaß, das kannst du mir glauben. Kann ich mir glauben? Das kannst du dir glauben, dass ich meinen Spaß habe. Dann glaube ich mir das mal. Geht weg. Ich habe keine Range. Geht weg. Hesselt mich nicht ein. Geht weg. Das ist einer, der wieder aufsteht, oder? Ja, sehe ich da jetzt das sind, sollst du mal ein bisschen näher rankommen lassen und... Ja. Töten! Da hinten ist übrigens das Herz, falls du es gesehen hast. Moms BH. Ziemlich sinnlos. Armer einsetzen. Ja. Armer einsetzen, hast du gesagt! Super, jetzt kriege ich wieder Albträume. Okay. Ach ja, durchs Einsetzen haben wir ein paar Aufladungen verloren. Armer einsetzen. Sehr uncool. Oh, das ist lustig. Vor allen Dingen mit zwei Herzen. Ja. Kann er immer was holen. Durch den kriegt man das Auge da? Nee, das hast du durch. Das hatte ich bis jetzt noch nicht. Welches Auge? Meiner Meinung nach. Das ist in der Mitte. Ja. Das ist der Spoonbender. Ach so. Alles klar. Das ist das dritte Auge halt. Dann sage ich nichts weiter. Nett. Können wir gleich machen. Würde sich auf jeden Fall der Shop lohnen. Ja. Der. Nett. Ja. Rollbombe. 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 Das
Sehr gut, mehr Treubombe gespielt. Sehr gut. Speed up. Und alles zurück. Puberty. Das soll mal Speed down sein müssen. Lavas. Beim Lavas habe ich letztens einen lustigen Trick gesehen. Und zwar, wenn man den mitnimmt und in einen Raum geht, wo. Ein super Geheimraum geht, wo heilige Herzen drin liegen, zum Beispiel. Ja, dann spawnt er. Heilige Herzen. Ja. Das wusste ich. Das geht, glaube ich, auch mit den Hierophanten. Ja, genau. Weil da drinnen können halt eben nur heilige Herzen spawnen. Ekel doch Raum! Ja, danke. Aber er hat deinen hier. Was sind das? Blutsauger? Hat Schaden gemacht, ja. Mensch, was ist denn das? Blutegel, jetzt! Genau, auch, ne? Hat Schaden gemacht. Wächst der eigentlich mit BFF? Müsste er, oder? Ja, ja. Dann wäre es natürlich ziemlich cool, wenn das im Shop legen würde. Einen Schlüssel kannst du noch einsetzen, ja. Die brauchen wir nicht. Die brauchst du unbedingt. Die ist wichtig. Ich mach trotzdem erstmal alle Räume. Na, das. Was denn? Na, wie viel Aufladung hast du noch? 6. Achso, geht da drüber. Alles klar. Ja. Ne, ich dachte gerade wegen, weil dann kannst du ja auch den Shop rerollen, aber. Da die Aufladung ja drüber hinausgehen als die 6 Aufladung. Genau, das ist recht egal. Und wäre sogar ganz. Ganz gut, wenn vielleicht sogar eine Batterie. Schau trotzdem oben rein. Da könnte ein blaues Herz drin liegen. Batterien im Shop sind. Ja. Und vielleicht mal irgendwie blaue Herzen. Oder mal BFF. Ein X-Stein. Stimmt, da haben wir auch noch keinen gesehen. Oder nicht drauf geachtet. Also ich habe jetzt, während ich nicht mitgespielt habe, immer versucht drauf zu achten. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Manchmal habe ich auch einfach nur einen Tunnelblick, wenn ich rede. Wenn du mir zuschaust. Ja, ich schaue dann wie gebannt auf deine Finger und sehe, wie du zitterst. Und panisch versuchst, den Controller von dir wegzuschubsen. Ja, aber durch dieses praktische Armband kann ich den Controller nicht mehr wegschmeißen. Achso, ich dachte, der Sekundenkleber. Oder das, ja. In den Handflächen. Ekliger Raum. Geht. Ja, der hat mich sogar getötet. Ja. Und mein Typ hat das, den Einschuss abgefangen. Oder nein, Typ. Nicht aufmachen. Weißt du, was du machst? Sieht man das? Sah ein bisschen unkoordiniert aus, deswegen frage ich. Alles geplant. Okay. Ja. Und, doch noch die Kiste aufmachen. Juhu! Mit einer Trollbombe. Meiner Seite. Geheimraum hier vielleicht? Ein heiligen Herz? Nee, doch nicht. Der Kompass und ein blaues Herz. Und eine Batterie. Schwierig. Kannst du ändert sich der Preis beim Rerollen? Ich glaube ja. Ändert sich auch beim Devil Deal der Preis. Also ich weiß nicht, ich würde den Kompass mitnehmen. Vielleicht nachher. Wir können ja nochmal raus, ist ja alles Ruminum. Aber Batterie? Batterie dann beim zweiten Boss oder was? Die Frage. Sollte man erst ohne Probleme schaffen. Okay. Dann. Bitte. Ich könnte denn fliegen. Der eine ist eine Bombe. So. Ich hätte gerne schnell fliegen können. Was? Wie gesagt, der eine ist eine Bombe, also pass auf, weil wir sonst da dein Typ da hinten dran hängt. Oh. Nee! Das ist der wieder aufsteht. Ich wusste gerade ja. Oh fuck! Du lobst. Hat weg. Die komischen Champion fliegen nicht tot. Aber was ist denn der andere? Das ist überlegen. Ach, jetzt. Er war einfach nur stark wahrscheinlich, ich weiß nicht. Na, eigentlich war das nicht rot, einfach. Nee, Nova ist blau. Was war denn rot? Achso, er hätte ein Herz fallen lassen können. Bitte. Ja, jetzt ist er auch tot. Hopp. Oh, er ist okay. Ich bräuchte nur mal Herzcontainer irgendwie. Ist die Frage, ob jetzt überhaupt noch ein Devil hier kommt, ne? Aua. Also Kompass und Batterie und das blaue Herz? Ach stimmt. Oder hinterher? Für die nächste Ebene dann. Naja, wenn, dann nehmen wir es gleich.
haben wir keine Chance mehr zu spenden. Das ist perfekt. Aber ich spende doch so gerne. Yes. Gehen. Alter Schwede. Was gut das ist. Gut. Alles, was er nicht angreift, ist nervig. Sehr gut. Sehr gut. Ja, Brock. Auch sehr gut. Kommt die Ult? Nee. Also bis jetzt hältst du dich ziemlich gut, muss man sagen. Ganz okay. Oh, ich renne natürlich genau in die Ecke rein. Stummer. Geh weg. Böse. Böse. Da hast du deinen Herzcontainer. Das ist gut. Du hast alle Items mitgenommen? Ja. Ja? Ja. Spoonbender. Und Chat. Blattsacker. Blattsacker. Alles klar. Oh. Ja, nee, haut hin. Temperance könnte ich jetzt noch holen, aber keine Lust. Dafür mein Schlückchen Kaffee. Schon lange über den Boss Rush drüber. Mensch, wie lange spielen wir denn schon? Irgendwie, die Zeit vergeht so schnell. Keine XL-Ebene, 24 Minuten. Ja, also Nekropolis 1. Goldraum ist ziemlich weit weg. Die haben sich mal kurz gegenseitig weggebackt. Liegst du nicht tot? Ich meinte doch, der Schaden ging nicht hoch. Also, der Schaden ging hoch, ja, und das Rerollen hat halt die Drehengröße so gelassen, wie sie war. Nö. Eklig. Nö, mach's nicht. Überhaupt mal ein Todesgeräusch. Gleich von unten kommt. Nee, du bist langsam genug gelaufen eigentlich. Kein Schlüssel. Ha. Schädel kannst du halt sprengen oder wie Feuer? Ich glaube Feuer sind vielversprechender. Sind sie nicht. Schade. So, nach links, oder? Ja. Naja. Seh nix. Da ist der blaue Stachelraum. Sehr gut. Boah. Jetzt sehe ich nichts und das ist geil. Dann stell die Gamma hoch. Oder versuch's so. Gamma, Gamma. Auch nicht Gamma. Gamma, 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 Gamelia. Sorry. Ja, HP bekommen. Noch mehr HP bekommen. Wo ist hier noch ein Gegner? Ja, er sucht schon. Er macht, er löst. Weiß aber noch viele. Ein Schlüssel wäre nett. Ich habe einen Fehler gemacht. Nee, ich wäre fast noch durchgekommen. Ja. Oh. Die haben sich auch ganz schön fies eingekesselt, muss man sagen. Scheiße, ich wollte mit dem Typ auf Miet arbeiten. Das Beste ist eigentlich, wenn er jetzt wieder frisst, weil dann kriegst du wieder Leben. Wobei, Chubby schmeißt ja auch raus. Ja. Der trifft die nicht. Ja, die fliegen komisch. Ne, die fliegen einfach über Abgründen. Tun sich Abgründe auf, weißt du? Ja. Und dann ist aber zu schnell. Ich hänge! Ja, ja, ja. Nein. Kommt er dann hin? Ah, jetzt. Sehr gut. Du hast immer noch keinen Schlüssel. Ich hab keinen Schlüssel. Ja, du hast auch keinen Schlüssel. Wir gehen weiter. In der ganzen Ebene wird es keinen Schlüssel geben. Haha. Ich muss ja nachher nochmal durch, ey. Nervig. Oh, das krieg ich ganz gut hin. Eklig. Ja. Okay, er hat getötet. Hat schon wieder getötet. Also, dein bester Mitarbeiter könnte man meinen. Kein Schlüssel für mich. Oh, hier ist eine Kante. Aber er hat beide Schüsse abgefangen. Mein bester oder Mitarbeiter. Naja, der eine der Seite Cube. Mit Cube vielleicht. Das kann sein, ja. Das ist aber gerade auch gar nichts, oder? Weder eine Münze, noch ein Schlüssel, noch eine Bombe. Der Hartmut will mir irgendwas sagen. Ja. Starke Spin. Einfach mal blocken lassen, ja? Naja, natürlich bewusst. Natürlich. Natürlich? Natürlich, natürlich. Sicher, Digga.
Oh, der ist schon wieder gesprungen. Ich bin gerade gewundert, wo der. Guckst du zu den hin? Hä? Ist ja nur noch einer da. Schön. Der kann eine Münze hinterlassen. Ja. Der lässt er aber nicht. Dafür kriegt Klasse. Jetzt einsammeln können. Ist irgendwo eine Kante. Hat gemerkt. Da war ein Schaden. Platzhacker mal los, ja, da hinten ist noch ein. Also über dir ist noch einer, der ist ziemlich finster. Fuck. Du spielst auch Zeit gerade, kann das sein? Nö, nee, ich hab. Warte, so. Platzhacker ihn tötet. Oh, eine normale Kiste. Und ein Schlüssel. Kannst du. Nee. Kannst du in den Shop gehen? Kannst du in den Shop reinschauen? Das würde ich auch sprengen, die vier Schädel. Dann schön. Zwei Gegner runter haben. Siehst du? Ja, hat sich richtig gelohnt. Danke dir für den Tipp. Bitte? Ah, du hast ja genügend Herzen liegen lassen. Schon wieder ein halbes Herz liegen lassen. Bin ich blind? In der Mitte? Ja. Ich bin blind. Tatsächlich. In der Tat. Ja, da war was. Nicht so aufgeregt. Easy. Hier liegt auch ein Herz, rechts oben, genau. Infestation. Wenn du triffst, wenn du getroffen wirst, ich vergesse es immer wieder. Die Larve, das sieht so ein bisschen aus wie wenn wir. Ah ne, Flylarve ist Flylarve oder wie das heißt. Was? Mit dem Herzen drüber ist doch das, welches spawnen, wenn wir getroffen werden, oder? Mit den Herzen drüber, das ist hier Skotel und macht, dass dich andere lieben. Also normale Fliegen. Sei mal Vicky. Weißt du vielleicht, wie das Vieh heißt? They grow inside. Das ist der Text. Alles klar, they grow inside. Das ist nicht, das war das Blätter. Aber gut, wenn das schon. Achso, na gut, es könnte ja auch in Nieren sein. Ja, das Item gibt's gar nicht. Das ist neu. Achso, das, was du meinst, ist das, genau. Die blaue Fliege mit dem Herz drüber. Da ist er. Er macht Gets It. Also wenn du getroffen wirst. Ja, das ist nicht cool. Das würde ich auch nicht mitnehmen. Boah. Kriegst du einen Schlüssel? Eine Bombe? Nee, eine Münze? Fünf. Ach stimmt, fünf. Ist doch gut. Ja, oh, alles balanciert. Jetzt muss ich irgendwie gefühlt übelste Pillen kriegen oder sowas. Judgment, naja. Schieß mal. Geht doch. Schaden, dass wir mehr bekommen. Oh. Und ich sag mal so, auch da ist ein X-Schein. Oh? Ja, da, warte. Ach da. Siehst du? Alles klar, ja. Okay. Sind das für behinderte. Nee. Hankman. Hank. Haben wir irgendwas gehabt, wo wir nicht drankommen? Na gut, aber bringt vielleicht trotzdem mehr als Judgment, wenn's nicht. Judgment ist doch schon mal ein Herzcontainer. Ja, wenn du genügend Münzen hast. Zum Beispiel zwei mehr. Ist da? Willst du in den Shop reinschauen oder? Ist doch noch ein großer Bossraum. Laser. Von links. Ich mein, genau das. Das war gerade am Werkeln war. Ja gut, jetzt würde ich noch die anderen Räume. Naja, wie gesagt, Shop reinschauen oder lieber nicht? The Map und Trinkertasche. Und wieder doppelte Aufladung. Trinkertasche, wir haben noch nicht mal eins gefunden. The Map. Ja, wir sehen mit dem Kompass, wo wir hin müssen. Oh. Jetzt zum Boss oder was? Ja. Wo wir so oft getroffen wurden. Das hat eigentlich keinen Sinn mehr. Gut, kannst Boss-Item rerollen. Das stimmt. Unten rastet ihm jetzt aus. Naja, solange er nur das macht, ist doch alles okay. Es rusht da auch. Kommt immer näher. Sehe ich nicht. Und die Razor nach unten, das ist das Schlimme. Hä?
Ja, der jetzt nochmal durchgerannt, wäre voll reingerannt. Du musst doch bloß die Schüsse von denen abfangen. Ach so. Alter, der kam auch gewascht. Bin ich gerade ein wenig panisch. Oh, alles klar. Läuft bei mir. Oh, da kam noch einer reingerannt. Dein Blattsacker ist gerade gut am Werk. Nicht, wenn der losrennt. Jetzt rushen beide. Rusht einer. Sehr gut. Oh! Dass der euch nicht getroffen hat. Slow-Mo-Effekt. Einer ist tot. Du hast vom Blattsacker gekillt, du hast sogar Leben bekommen. Ja? Mhm. Cooler Scheiß. Ist er doch. Naja, diesmal machst du es selber. Das ist also gut. Würde ich mitnehmen. Auf jeden Fall. Dann gucken wir mal noch in den Challenge-Raum. Und vielleicht noch den Geheimraum suchen. Ja. Kannst du mal kurz die Karte zeigen? Mini-Boss hat vielleicht auch noch ein Item. Zum einen das kannst du rerollen. Und in den Opferraum. Da liegen so viele Herzen noch rum. Also nicht Opferraum, sondern Stachelraum. Wegen Gabi-Items. Ach so, ja, da noch reingehen, klar. Ist ja auch sehr schön, so ein Raum hier, ey. Au. Ja, sehr gut. Das war aber sterben nicht mal dadurch. Ja, Leben wieder bekommen. Soll ich ihn ansetzen? Was willst du ansetzen? Den schönen Wein? Nicht rushen. Wir sind Freunde. Ja. Riesentaktik. Aber ich muss sagen, ich finde es sehr Rollt man, nimmt man. Guckt man erstmal noch rum. Boah. Das ist cool, ne? Eigentlich. Er lenkt auf jeden Fall sehr von dir ab. Könnte natürlich auch Panik irgendwie verursachen im Raum. Ich gehe erstmal kurz weiter. Mal gucken, was noch so rumliegt. Ja, nix. Könnte man sprengen, vielleicht. Sind übrigens Löcher am Boden. Ja, danke, dass du mir gesagt hast. Bitte. Aufheben. Rollen. Ja, es war natürlich doof wegen einer. Ah, nee. Aufnahme müsste da sein, genau. Ja, hab's ja nicht eingesetzt. Ja. Und jetzt rerollen. Nehmen. Rausgehen. Ah, warte. Nimm das blaue Herz. Ist dein Controller noch an? Ja, ja. Ich hab ihn gerade eben angemacht. Also, vor einer Weile. Ja. Shotspeed ist extrem hochgegangen. Ja, das ist die Peitsche. Ich habe mein halbes Herz beschädigt. Warum? Weil ich mich kleiner eingeschätzt habe, als ich bin. Na schön. Full Health. Also HP ab. Finde ich auch nicht so schlecht. Nee, Arcade Room gab es nicht zum Spenden. Nee. Und die Temperance haben wir liegen lassen. Ha. Ist doof, ne? Merkst du selbst. Beweg mich schon wieder. Machst du jetzt nicht mehr. Ich finde Herzcontainer ganz okay bei unserer jetzigen mit Chub und so. Ich wollte gerade sagen, du hast Little Chub, du hast den Blattsacker. Würde fast sagen, kannst dein blaues Herz wieder mal haben und selber verlieren. Dann lass mich doch. Bitte? Oh, eine Kante. Was? Dein Cube war oben und trotzdem ist die Spinne gestorben. Welche Spinne? Siehst du den Blutfleck da? Da, nee, runter, da, ja, da war eine Spinne. Die ist gegen dich gerannt, ich glaube, die ist gegen deinen Verteidiger gerannt und gestorben. Okay, das wäre neu. Ist der auch also, müsste ich mir in der Aufnahme nochmal anschauen, aber ich war der Meinung, dein Meatcube war oben. Ich habe keine Spinne gesehen, es hat nie eine gegeben. Mitnehmen, rerollen, die Frage. Wenn's scheiße ist, haben wir nichts. Mhm. Das ist wenigstens noch in irgendeiner Art und Weise verwendbar. Ja. Ach, ich hab mir schon gedacht, dass wir den Raum machen müssen. Wir hätten es nicht mitnehmen sollen. Naja, komm. Dein Blattsacker. Kann der alles. Kann der nicht auch angreifen, der Typ, der hier rumrennt? So. Okay, eigentlich. Den müsstest auch. Du bekommst so viel Leben wieder. Dass ich dir auch helfen kann. Greif die Hand trotzdem immer noch dich an? Ja. Okay. Weil der Schatten noch unter mir kommen kann. Alles klar. Boah, eklig. War ich schon tot.
Also. Ja. Hadens Edge dadurch durch das Teufels-Item echt hochgegangen. Naja, und die Peitsche. Ach ja, Peitsche. Also die beiden Items werden es, denke ich, jetzt noch rausreißen. Kann er nicht sein. Nach links? Nach rechts kann er sein. Ach so. Hier nach unten oder unten. Hier nach unten oder oben? Nach oben könnte ja glaube sein, ja. Hey! Spasti! Nee, mitnehmen. Sprengen? Achso, sprengen, ja. Aber ich dachte, du wolltest Schlüssel spenden. Irgendwas ab! Na, das ist mir egal. Du weißt den Weg noch? Ja. Okay. Hier rechts, dann hoch. Dann kommt ja. Er nochmal hoch, dann rechts. Was war denn das? Hangman. Den Automaten sprengen? Hm. Na, zu viel Zeit. Aber wir haben ja die Zeit. Wir bringen die doch gerne mit euch. Und mit uns. Also du tust zwar nur so, als wenn wir die Zeit ganz zusammen verbringen, aber ist okay. Warte mal, lass mich mal kurz gucken. Die Fußfessel ist noch drum, also mag ich wohl die Zeit hier. Ja. Sonst hätte ich mir schon längst wie bei Saw den Fuß abgekaut. Abgekaut? Ja, siehst du hier irgendwo eine Knochensäge? Nee. Hast du also, unter der Couch geguckt? Verdammt! Warum hast du das nicht gleich gesagt? Über ein Jahr sitze ich jetzt schon hier. Eltern, die Blähung. Aber sie kuscheln gern. Aber dann ziemlich verstörenden Blick drauf dafür, dass sie mit ihm kuscheln wollen. Spinnen. Ich glaube, du spinnst. Da können wir nachher rein. Ich hab gar nicht geguckt, in welche Richtung wir müssen und rennen richtig. Das ist stark. Hast du den gerade geschoben? Nö. Ist immer so schnell gerannt. Der schießt nicht. Hä? Na, der wollte zu ihm hier kuscheln gehen. Aber die haben doch kein Ziel, die schießen da, wenn sie jemand sehen, oder? Das hat mich jetzt verstört. Ach ja, na klar. Oh oh. Den not. Sehr gut. Okay. Er blockt, sehr gut. Also jetzt würde ich trotzdem nach links gehen, das hast du zwei Aufladungen. Ne, deswegen bin ich ja noch runtergegangen, so. Weil... Ich dachte, du hast bloß keinen Bock auf diesen Raum gehabt. Ja, er löst auch aus, das ist ja fies. Warte. Aber, ja, zielsuchendes Messer. Hat das nicht so komisch rumgebackt? Ne, nicht gebackt, das ist halt abgebogen zum Gegner, wenn es ein... Also nehmen wir mit. Sieht schon schön aus, oder? Ja, irgendwie schon. Läuft. Jetzt können wir das auch aufmachen. Gabi? Tja, und jetzt hast du das Messer. So ein Mist, wa? Das stimmt. Das stimmt wirklich. Wir könnten ja nicht mal sagen, wir machen ja jetzt einen Brimstone draus. Nö. Es ist ein größer als das Messer. Nix. Messer ist das höchste aller Gefühle. Nee, ich glaube ja Doctor's Remote oder wie das heißt. Nee, nicht hier. Achso, Epic Fetus. Ja. Ja, das könnte sein, dass das drüber ist, aber... Sind das... Leo. Ah ne, Scorpio. Stimmt. Ist auch so ein gutes Ding, was du, glaube ich, immer verwechselst. Ja. Stimmt, aber Epic Fetus haben wir leider noch nicht. Ich glaube, das schalten wir erst noch durch eine Challenge frei oder so. Ja. Ja, das kannst du gar nicht wissen. Ein Glück hat der Typ geblockt. Also, ich bin weggerannt. Na, ich bin auch irgendwo hin, aber trotzdem hat er den Schuss geblockt. Ach ja, es geht schon. Ja, dadurch, dass alles tötet, was auch gleich in den Leuten drin ist, ist ganz praktisch. Lockdown, wird das nicht ausgeglichen? Wie das, ein Messer hat's einfach mal rübergezerrt. Das wollte nicht zurückkommen, das wollte woanders hin. Wie das kurz hängt. Ja. Das gefällt mir. Da ist aber noch ein Gegner, lass mich da rüber. Das lohnt sich sogar der Shop. Und es ist ja auch schon Mutter. Von daher... Necropolis 2? Depths 2. Depths 2, ja. Na toll. Und... Hä? Was denn? Wir haben gerade eine Fliege bekommen. Wir haben niemanden, der schießt. Der Blattsacker war bei dir. Ja, der war. Hä? Müssen wir mal beobachten. Sehr schön. Ich würde aber trotzdem komplett aufladen. Naja, klar. Jetzt haben wir ja die Macht. Ich will trotzdem normal rennen, ne? Ich habe noch nicht ganz mich ans Fliegen gewöhnt. Das war wichtig. Ja, du kriegst eine Fliege, aber wodurch? Erster Schuss. Erster Treffer, dass es noch nicht registriert, dass es ein Messer ist. Ist ja nicht explodiert.
Nö. War vielleicht auch wieder so ein Fliegenheini und da hat er bloß einfach keine Fliegen gegeben. Judgment könntest du einsetzen. Würde ich aber dann... Oh ne, das macht ja keinen Sinn bei Mutter. Die gibt ja... Uiuiuiui. Alles gut. Da schon wolltest du das in dem Engelraum machen, den du hier kriegst. Ach doch, Devil Deal. Da können wir es einsetzen. Hm. Aber... beim Devil Deal kommt da nicht nur der Herzen... Achso, der Devil Battler. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Wäre interessant. Hm, kannst du sprengen. Hast du ja genügend. Lass es uns ausprobieren. Okay. Haben wir noch zwei Räume? Ja. Challenge, oder wie das heißt? Kann man nicht rein? Challenge, aber... Vielleicht rein? Nee. Nee, gut. Nee, da wird nur nach oben gehen. Einer nach oben gehen, der Raum. Wenn er nach unten geht, wäre ganz praktisch. Dann könnte man einen Stachel haben. Geht er nicht. Dann vielleicht nach oben. Oh! Das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Sicher? Also, ich sag mal so... Dadurch, dass wir ja auch in der Freizeit immer mal noch Isaac spielen, habe ich das selbst in meiner Freizeit schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Jedenfalls, ja, falls wir es wirklich noch nicht hatten, das ist einfach nur ein Level-Up. Das also, stand da. Naja, deswegen habe ich es nochmal gesagt. Einfach nur ein Level-Up, mehr nicht. Also, so wie ihr uns auch von Super Mario kennt, der grüne Pilz gibt einfach nur ein Leben. Ja, jetzt haben wir zwei Leben, wie ihr oben sehen könnt. Schade. Naja, wir haben ja blaue Herzen, von daher gehe ich da jetzt rein. Okay. Aber wir sind Gabi. Wir sind, ja stimmt. Aber wir können das Item rerollen, was da drin ist. Wenn da eins drin ist. Oder wir nehmen schwarze Herzen mit. Warte. Ist egal. Das wird zum halben. Achso, stimmt, wäre eh zum halben geworden. Wir sind ja noch... Und Kiste? Nee. Ach, du so, kannst fliegen. Gar nicht, ja. Jo. Sehr gut. Hat sich das auch noch gelohnt? Und ja, du kriegst eine Aufladung durch Besiegen von Mama. Und ja, lass mal versuchen, wenn wir einen Deal bekommen sollten, dann... den Battler einzusetzen. Ja. Boah. Ja, da ist der Deal. Und da ist noch ein X-Schein hier drüben. Ich leg schon mal eine Bombe drauf. Wie gesagt, wenn du überhaupt keine Lust hast, kannst du auch jetzt einfach rerollen. Könnte ich machen, ja. So, schauen wir erstmal in dir rein. Achtung, Krampus. Nee. Ist die Frage. Was ist ein Damage-Up? Was könnte es jetzt noch Besseres für dich geben? Das ist ein Damage-Up. Ja. Denke ich auch. Nee. Weil, ja, wenn ich ihn dann rerolle im Devil-Raum. Könnte ein Devil-Item kommen. Kommt ein Devil-Item. Okay. Two of Diamonds? Nee, Two of Spades. Auch nicht schlecht. Oh ne. Kann ja kein Geld sein. Was machst du? Ich will das Item zu dir schieben. Na? Das reicht nicht. Spaß dir. Nö. Impress. Jera. Jera. Nett, wir gehen zu Isaac. Und wir töten ihn. Du hast das Geld wieder fast. Na gut, naja. Das waren 23 Münzen. Aber trotzdem, Jara. Two of Spades, dann... trotzdem Einsatz. Also, Polaroid. Allgemein mit dem Würfel ist besser zu. Ja. Isaac oder halt Blue Baby zu gehen. Naja. Sag mal so, beim. Wir sind ja schon Gabi. Ja. Nee, aber selbst beim Teufel kommen wir dann aus den normalen roten Kisten auch. Du fliegst. Aber was hat's getötet? Das ist... Ah, er wird gestochen. Ja. Und sie sterben. Das Messer wollte irgendwo hin. Ja, getroffen. Das ist so geil. Es hat ihn schon anvisiert gehabt und dann verfolgt, als er untergetaucht ist. Wir haben keinen Goldraum mehr oder sowas. Ja, aber du bist ja zu... Ach so, das stimmt. Das ist ja das Problem irgendwie. Da soll ich jetzt mal noch sammeln. Ja, und unten gibt es dann auch sichere Items. Deswegen ist es okay. Ja. Okay.
Wir müssen jetzt erstmal warten, bis der normal wird, aber... ...bis er hochkommt. Hä? Könnte man auch ein bisschen spielen? Ja. Kannst den erpressen? Könnte man auch ein bisschen spielen? Können wir sogar bringen. Ja. Gut, das können wir mit dem anderen auch. Sie verfolgen mich! Ich hab auch so einen Bänder genommen. Trinket! Dein erstes Trinket! Nicht schlecht! Hey, ein Schlüssel! Schön. Schön. Ach, er hat keine Waffe. Stachelraum. Ja, wissen muss man nicht. So, ja, kannst wieder rerollen das Item, aber. Ist immer witzig, wenn du immer diese Schadensgeräusche hast, ja. Und denkst so: Verdammt! Ah nein, ich wurde gar nicht getroffen. Ich gehe davon aus, du musst den ganzen Weg zurück und dann nach unten. Aber du kannst auch hier rechts reinschauen. Ja, muss ich wahrscheinlich auch, aber ich würde mal hier. Oh, Curse of the Unknown. Was denn? Haben wir dort? Wegen ja. Items? Ach nee, Curse of the Unknown ist ja Leben. Alles okay. Ja, wenn er es einfach mal nicht angegriffen hat, weil es unbedingt zu dem anderen Gegner wollte. Der sagte schon, wer am nächsten ist. Ja, mehr Bomben. Aber wir haben Kompass. Was bringt uns der Pilz? Mehr Schaden. Vielleicht. Kontern. Ich bin reingekommen. Ja. Das waren mir zu viele Explosionen. Oder beziehungsweise Explosionsmöglichkeiten. Das Messer wissen wir noch nicht, wo es hingeht. Und wir haben wirklich den richtigen Weg genommen, komischerweise. Obwohl, ja, wir haben beide richtige. Na? Ne, ich glaube nicht. Vielleicht. Lass mal kurz rein. Er lasert! Er lasert nicht. Er war schnell tot. Heiligenschein. Noch mehr Damage und mehr Leben und mehr alles. Was macht man jetzt? Geht man weiter? Ja, also. Ja. Der Kompass hätte dir noch andere Räume gezeigt. Ja, ja, nö, aber man also. Hätte halt in den anderen Räumen Schlüssel kriegen können, normale Kisten. Ach so, boah. Ja, zwei Schlüssel nur. Hm. Komischer Raum da oben. Na, Miniboss würde ich gehen. Der kriegt bestimmt ein Item. Oh, fuck. Ein Schlüssel schon mal. Hm, kann man dann spenden? Scheiße, wir hätten sprengen können. Die anderen beiden? Ja. Ich könnte eine Katze geben. Ach dann nicht. Lieber Lockdown. Sehr wichtig, sehr wichtig. Mal. Dann gehen wir mal zu dem anderen Raum. Das war wichtig. Dann war das wichtig. Und jetzt noch das. Echt initial. Wenn wir initial was das töten, kommt eine Fliege. Ist der tot? Hm. Du kriegst doch Schlüssel, ich weiß gar nicht, was du für ein Problem hast. Ah, die Frage, setzt du jetzt wieder Zweier ein? Also Würfelraum ist es ja nicht. Wenn du Glück hast, ist es ein Raum voller Schlüssel, wenn du Pech hast, ein Raum voller Münzen. Ein Raum voller Zeug? Achtung, du solltest aus dieser Ecke. Nein. Lob's Rain, kann man rerollen. Lovers. Hermit. Kann dich irgendwo raus teleportieren? Achso. Wir haben sehr viele Rollmöglichkeiten. Nö. Heiliges Herz entfliegen. Wir fliegen aber schon. Nicht das heilige Herz macht's jetzt auch nicht fett. Nö. Damage. Das macht. Das macht's fett. Das macht's fett, in der Tat. Ja. Ein Schuss ist raus gemacht. Teleportieren. Was denn? Ja, brauchen wir auch nicht. Brauchen wir. Obwohl, da hinten. Naja, ist auch wieder nur der Stachelraum, weil in den Challenge-Raum kommst du nicht rein. Außer wenn der Geheimraum direkt daneben ist. Können wir ja mal gucken. Erstmal laden wir unseren Creeper da auf. Wenn wir in die Richtung laufen. Wir töten jetzt so schön schnell. Ja, das hat sich echt gelohnt, das ganze Rerollen. Noch mehr Geld. Ja. So, also er könnte auf jeden Fall hier sein. Ich dachte nee. Schon, der will jetzt wegschieben. Nicht, du machst die Wand kaputt! Das hat er vor uns schon gemacht. X. Nix. X. Nix. Das, die Messer haben ihr Bestes versucht, aber sie haben es einfach nicht geschafft. Ja, einfach. Nach unten? Too fast.
Sehr gut. So gefällt uns das. Tu es nicht. Okay. Okay, tu es. Es war wunderschön. Yay! Brauchen wir einen Raum. Okay. Nee, das ist doch der Raum. Ja, stimmt. Und außerdem gibt's keine Items. Wir brauchen nur einen Raum. Ich geh nach rechts. Dass du wieder der Rechte sein willst. Dass du wieder so eine Rechts-Links-Schwäche haben musst. Alter, raste die aus. So, du wolltest nach oben. Ja, ich würde trotzdem hier zumindest noch die Räume machen, weil. Achso, und kannst an dem Typen spielen. Typen? An dem Bettler. Ja. Nee. Ja. Achso, die Räume machen. Geld und was ist ich? Oh, gut geblockt. Gefällt mir. Da können wir dann auch nochmal rerollen. Dann sollten wir erstmal den Typen spielen. Ja. Wo war denn der? Nach links. Sehr gut. Und wir können nur noch. Wir haben ja übelst viele Herzen rumliegen. Das stimmt, also eigentlich kannst du dem auch noch ein bisschen spenden. Also geh du mal zu deinem Kumpel. Okay. Achso, ich kann ja immer zwei. Okay, Lucky Foot. Kannst du. Achtung! Ja, passt. Achso, ja. Kannst du dann rerollen. Also jetzt noch nicht, sondern dann. Wenn der andere was geben sollte. Genau. Geh mal einsammeln. Hast du schon eingesammelt? Der Lovers war das doch, oder? Ja, stimmt. Ja, halbes Herz. Scheiß drauf. Oh, Hematesia, okay. Kannst du also jetzt einsetzen? Nochmal? Nochmal? Hm. Kommst du ran an die Pille? Ja. Schade, nur eins. Okay. Ich war da nicht zwei aneinander genommen. Emperor. Ja. Na, ich geh erstmal wieder sammeln. Soll ich eigentlich irgendwie deine blauen Herzen zurückgeben, oder? Na, wobei, das schwarze ist jetzt eh weg. Ja, passt schon. Ja, können Sie halt rein theoretisch in den Challenge-Raum dann rein. Ach so, hier rein kann ich auch. Mit Emperor. Ja. Ja, sonst noch ein halbes Herz auf dem Weg ein. Gehst den ganzen Weg zurück. Der braucht wieder lang, der Flo. Ja. Oh, nee. Ist ja wie zu Beginn, weißt du? Doppelte Drops. Schön goldene Kisten. Ich wollte gerade sagen, würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Das andere kannst du rerollen. Achso, mehr Luck nur beim Spielen? Oder auch was die Raumdrops? Ja, es macht plus ein Luck und halt wirklich das Spielautomaten-Luck noch extra. Also plus ein Luck für. Weil was könnte kommen? Ist die Frage. Vieles und auch. Gar nichts. Charming. Nee. Angst. Aber haben wir sowieso schon. Damage. Nehmen wir. So, dann kannst du jetzt noch nach unten das Herz einsammeln. Ja. Machen wir hier Achtung die Räume noch, weil. Wegen Aufladung. Ja, Aufladung und. Herzchen. Oh, fuck. Sorry. Ich dachte, das wäre tot gewesen. Wisst? Du bist in so ein sinnloses Vieh, was eigentlich. Extrem sinnlos ist. Ja, und so ein sinnloses Vieh, was extrem sinnlos ist, ganz genau. Was hat mich getroffen? Nee, ich hatte das Messer nach vorne geschossen. Ja, was hat mich getroffen? Ich hab's nicht gesehen. Also entweder war es so ein Vieh, was gekrabbelt hat. Da war's. Oder, keine Ahnung, eine Bombe war es nicht. Die zwei Typen waren ganz weit weg von mir. Einfach Schaden bekommen. Auf einmal. Oder es war ein Stein, nach der. Oben willst du. Irgendwie explodiert ist. Das kann sein, dass er geschossen hat, der Stein. Schießender Stein? Ja, soll es geben. Gefährlich. Oh, sehr gut. Jo. Alpha, hey. Du hast wie viele rote Herzcontainer gehabt? Vier? Vier. Das heißt, jetzt hast du fünf? Viereinhalb. Ja, also viereinhalb und. Oh. Dreieinhalb. Du hattest noch ein blaues. Nee, nee, das hab ich ja gerade verloren. Das war ja das. Ich wusste nicht, wo der Schaden herkam. Achso, soll ich dann lieber zurückgeben? Dein blaues Herz, dein halbes. Weiß nicht. Ja, top, top Raum.
Ja, dafür hat es sich gelohnt. Das halbe Herz noch. Ach so. Ja, da liegt noch eins. Bist voll. Kann ich nicht nehmen. Ach nee, ich habe ja nach dem Raum noch ein blaues wieder eingesammelt. Ja, deswegen, das lag ja in dem Raum drin. Ja, ja. Aber das, ich hatte halt in dem eins verloren. Das hatte ich gerade nicht so. Der war gefährlicher für uns. Ja. Messer hat entschieden. Das ist ein Würfelraum gewesen. Sehr gut. Ist top, wenn nicht rote Kisten kommen. Ja, sonst auch, wenn keine goldenen kommen. Naja, Mensch doch. Wir gehen erstmal zum Würfelraum. Vielleicht können wir das würfeln. Zum dritten Mal. Aber diesmal gibt er keine Kisten. Boah, tot. Tot! Hä? Du bist auch tot. Ich dachte eigentlich, ich bin nach hinten geflogen. Aber anscheinend nicht. Das ist die Frage. Macht man es dann? Macht man das? Den ganzen Floor rerollen, dann kannst du alles nochmal spielen. Dann machen wir's. Jetzt sofort oder nach Isaac? Ja, schon nach Isaac. Aber kannst du rerollen. Nee. Teleport. Achso, soll ich eigentlich trotzdem wieder mitmachen? Oder? Ich bin ja voll. Da hast du 1 und ich 4. Ich bin auch eine Katze. Bist du? Ja. Eine ziemlich verstörende Katze. Ziemlich creepy aussehen. Also ich sehe aus wie so eine Nacktkatze, glaube ich, oder? Ja, eher so gehäutet. Oh, eine gehäutete Katze halt. Sieht man ja jeden Tag. Jeden Tag, wenn du beim Chinamann vorbeigehst. Das war nicht geplant. Oh, oh. Gut. Schlüssel wiederbekommen. Geld! Wie gesagt, wenn ich Glück habe. Ist denn die Raumkombination dann auch anders? Dass zum Beispiel dann auf einmal Arcade-Räume da sein können und so? Oh, gute Frage. Ich glaube ja. Das wollte er nicht. Dann machen wir das auch nicht. Ich bin gerade am Überlegen, aber ich glaube. Ja, nee, muss es. Weil. Also, es kann sein. Es ist wieder ein Würfelraum drin. Es kann sein, dass du genau die gleiche Kombination bekommst. Ich glaube es. Ach, das ist einer. Ja, er hat auf den anderen geschossen. Mhm. Das hatte ich glaube ich schon mal irgendwo gesehen, dass du dann den Raum irgendwie viermal machen konntest. Also die Ebene. Ebene. Ja. Okay. Und erst dann kam eine komplett andere. Wo ist er? Da hinten. Ich bin rausgegangen. Na dann ist ja alles gut. Und ich hab mal ausgelöst. Sehr gut. Da ist er! Greif an! Wir haben ein biegendes Messer. Vergiss das nicht. Ein biegendes Messer. Ja, das super. Schokolade. Das hast du. Das gab's doch die letzten Folgen, also letzte Woche praktisch. Ah. Da kriegst du das jetzt nicht nochmal. Ich kann dich immer nur mit kleinen Dingen immer mal locken. Wenn ich dir das immer gebe, wirst du halt wirklich gierig. Ja, da werd ich verwöhnt. Und dann rollst du irgendwann über den Boden und schreist und. Ne, das machen wir gar nicht erst mit. Mhm. So unerzogene Kinder. Das war schon vorher! Nein. Kannst du einmal einsetzen? Ich hätte das auch nochmal einsammeln können. Doctor's Remote. Ja, Judgment. Burning Bombs. Naja. Nimm's mit. Also ist ja egal. Du hast halt einfach dabei. Noch eine Aufladung kriegst du nicht. Aber Judgment ist gut. Das gefällt mir. Spiel mal. Wieso ich? Warum denn nicht? Weil bei mir immer Trollbomben kommen oder so. Jetzt haust du schön die Batterien hier raus. Ja, nee, da. Ja. Agalas, kannst du einsetzen. Herzcontainer. Spinnen? Keine Spinnen? Doch Spinnen. Nö, was? Waren wir ja schon drin rechts? Rechts, nö. Der ist noch ausgegraut. Ah, es geht nicht. Mal Schaden bekommen. Sehr gut. Da kriegst du deinen Schaden wieder zurück. Hast du auf jeden Fall gut gemacht. Immer. Ich weiß ja. Ja, du hast ja aber keine 3 genommen wahrscheinlich. Naja, das nicht. Da unten war noch ein volles Herz. Ja, auf dem Weg zum Boss werden noch einige sein.
Also machst du jetzt wirklich den Boss, bevor du rerollst. Da bringt der Boss überhaupt was? Nee, ne? Nö, da bringt er kein Item. Ja, wo du sagst, eine Kiste gibt er. Ja. Es war ja nur Spaß mit dem Rerollen. Nach dem Boss. Aber der gibt eine Aufladung für einen Würfel. Ja. Hey, dann kannst du auch den einen Raum machen. Da ist noch ein Raum. Das hast du mir nicht gesagt. Oh Mann, ey. Bist du wohl genervt? Nee, also. Der Run, der geht doch nur noch eine Stunde. Das sollte unser längster Run werden, den wir je gehabt haben. Außerdem gewinne ich hier schon seit, keine Ahnung, zwei Wochen. Also, ich bin insgeheim am Überlegen, ab wann ich die Benny Hill Musik einspiele, weißt du? Nicht schon wieder. Eigentlich so ab Beginn an. Du hast den Schlüssel vergessen. Weißt du wie? Meinst du jetzt, wenn wir einmal hier oben sind, machen wir Isaac? Wenn du das sagst. Dann sage ich das halt. Wir brauchen Bomben. Keine Scheiße. Oder machen wir ja gar keinen Schaden. Bleib in der Ecke. Ich hab Angst. Also, du teilst nur Angst. Du hast keine. Ja. Ich wusste halt nicht, ob mich das trifft oder nicht. Schaff, nicht gegen die Kiste rein. Ich hab eine Aufladung. So wunderschön. Ja. Ich renne mal 3 Stunden zurück. Mach mal. Das wär's natürlich irgendwie hier in der XL-Ebene. Zwar trotzdem nur ein Boss, aber doppelt so groß. Das gibt's glaube ich nicht. Nee, gibt's auch nicht. Mitte Chest gleich hinten dran. Klar. Chest XL. Eine Bibliothek. Ja, da können ja wirklich nur Bücher kommen. Also. Ja. Aber kann man mal einsetzen, das sind vielleicht einmal das Buch mit dem blauen Herzen. Dann vielleicht auch schwarze Herzen. Das kann man ja vielleicht sogar. Nein, macht ja keinen Sinn. Wir wollen ja die anderen rerollen. Wollte ich mal sagen. Überlegen mitzunehmen, aber. Ich wollte gerade überlegen, ob da irgendwas dann gesprungen kommen kann. Das sind sie aus dem Item Pool raus auf jeden Fall. Ja. Uiuiui. Sorry. Was denn? Ich bin genau in dem Moment reingekommen und habe die blauen Herzen weggenommen. So, perfekt. Stimmt, da es kein Devil Deal gibt. Das ist gut. Ich lasse mal die roten Herzen liegen, wie du gerade siehst. Interessieren irgendwie nicht so. So, ja, dadurch, dass sein Vieh, wenn das mal tötet, dir Herzen gibt. Und naja, Little Chap halt dir Herzen gibt. Health up! Wir gehen voll auf Health. Full Health sozusagen. Das ist Teamwork. Auf das jeden ist Teamwork. Fall. Das ist schön. Vollbombe. Ist da immer. Nur normale Kisten, da war nichts, scheint da unten. Ja, sehr gut. Oh, beim Zurückziehen gekillt. Hast du gesehen? Das war ich. Hast du nicht. Na, willst du hier noch ein blaues nehmen? Ich kann die blauen nicht gebrauchen. Nett. Okay. Ah, geht nicht. Schlüssel, lässt du liegen oder was? Alter. Du wirst alt, kann das sein? Ich sehe die einfach nicht mehr. Du siehst sie einfach nicht. Nee, sie sieht dich einfach nicht, was nicht so rum. Ah. Naja, aber ich sehe sie einfach nicht. Na? Aufmachen, nicht aufmachen. Gut, jetzt. Garantierte Devil Deals. Mystery Sack kann dir auch einen Schlüssel geben. Ja, nehmen wir. Brauch mehr Leute für meine hier Polonaise. Sind das schon 4? Einiges geworden. Da hat man schon mal mehr. Schon wieder, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Der will nicht angreifen. Doppel Monster. Ja, ich kenne euch schon. Goldener Schlüssel. Perfekt. Nice. Ich habe diese Räume studiert. Ich kenne sie alle in- und auswendig. Huch, das ist neu. Den hat man noch nie! Voll knapp. Ja. Ja. Ja, in der Tat, lieber Florian. Na toll, jetzt kennen Sie meinen vollen Namen. Hey, lustig. Hey, lustig? Ja, schwarzes Herz gedroppt. Florian, hey, lustig? Florian, lustig. Das ist wie Peter, lustig, nur mit Florian. Oh je. Warum kriegst du einfach so Schaden? Das frage ich mich auch. Ich habe nämlich keinen bekommen. Das war Sympathie-Schaden. Damit ich die blauen Herzen nehmen kann, genau. Wenn du da reingehst. Wieder gegen das Feuer renne. Warum eigentlich? Weil es mir vollkommen egal ist. Das ist irgendwie ein leichter. Das war genau derselbe Raum wie vor uns. Ja. Wie gesagt, einiges bleibt gleich. Die werden dann halt bloß neu angeordnet. Ah, sehr schön. Sogar beide davon. Nicht eine Schüssel verschwenden? Genau. Ja, das gibt's. Ich glaube, du hast jetzt wieder eine Aufladung versaut. Und das Buch.
Kann nicht für Muster tauschen, oder? Lohnt es sich? Lohnt sich nicht. Du könntest das Jump-Buch noch bekommen, du könntest das Schutzbuch bekommen, du könntest das Buch bekommen, womit du einen Typen beschwören kannst. Ja, ist aber, ich würde... Ach so. Kriegst du da nur Bücher hier drin? Ja, ja, na, das Gute ist, wenn ich jetzt recht drüber nachdenke, wenn ich... Ich lass mich mal kurz probieren. Und zwar, der ist leer. Ja. Ich nehme jetzt ein volles Buch. Ist er dann immer noch leer? Puh. Ja. Okay. Ich habe ja gesagt, die haben die gleichen Aufladungen. Kannst auch trotzdem mal alles einsetzen. Ja. Jump! Sauber. Du hast Schutzbuch noch nicht eingesetzt und das unten auch noch nicht. Was will ich denn einsetzen? Hä? Damit es mich glücklich macht, oder was? Nein, damit du es nicht wiederbekommst. Eingesammelt hatte ich es doch. Hab wieder ausgetauscht. Ach so, stimmt. Ach so, ist mir eigentlich egal. Ah, stimmt, du hast einen Golden Key. Jetzt sind die schönen Aufladungen weg, Juri. Du hast sie verbraucht, nicht ich. Ich habe keine Gewalt über die Aufladung. Jetzt hättest du aber auch die Schlösser wieder aufmachen können. Mach ich doch vielleicht noch. Vielleicht renne ich nochmal zurück und suche nochmal einen Würfelraum, ob es keinen gibt. Was einfach mal drüben geblieben ist. Nach dem Motto, ich bleibe so lange hier drin, oh, bis er tot ist. 99. Nicht schlecht. Und wir können nicht spenden. Das ist in der Tat schade. Ja. Dann war's das wohl, wa? Geheimraum? Geheimraum. Na klar. Hä? Benny Hill? Na klar. Nee, kein Benny Hill. Die wird eher kaputt gehen, glaube ich. Na, kannst okay. Ja mal versuchen, so schnell den Leuten alles vorzulesen, was da ist. Alter, war das lang. War sogar irgendwas mit Controller, also das scheint was Gutes zu sein. Take your medicine. Marry and reproduce. Zweimal. Mhm. Du hast wirklich recht gehabt. Nee, ich glaube, der Spruch war irgendwie so nach dem Motto: You are bad, give me the controller. Oder irgendwie sowas. Oder lay down the controller. You are not the controller of this game anymore. Uiuiui. Angst. Nein. Na klar. Echt. So, dann. Ab geht's. Mal dein Glück. Wir haben leider noch keine Aufladung. Haben wir die Jahre-Runden noch? Ja. Die kannst du jetzt direkt einsetzen. Und dann erstmal weiterrennen und noch eine Jahre-Rune finden. Ja, ich dachte, wir rennen erstmal durch, finden eine Blank Card. Und rasten ja übelst aus. Nee. Ich glaube nicht. Brauchst du erstmal weiterlaufen? Wenigstens eine Aufladung noch. Oh, ausgewichen! Also, wie ich dem Battle auch mal ausgewichen bin, war ein bisschen Wahnsinn. Double Shot. Haben wir jetzt zwei Messer? Ja. Ehrlich? Das wäre überragend. Aber nicht. Schade. Schade. Oh, Damage ab. Und HP ab. Also zwei Messer wäre jetzt schon echt was Cooles gewesen. Ich dachte wirklich, dass es geht, ne? Mach die tot, mach die tot, mach die tot! Oh! Ist doch dein Problem. Ist in deiner Nähe. Ja. Da habe ich jetzt wieder... Jeder erste Schuss für jeden Gegner gibt eine Fliege, kann das sein? Weil bei denen gerade habe ich auch noch Fliegen bekommen. Ja. Also, kann sein, muss auch nicht, weiß nicht. Ist das wirklich so viele Aufladungen holen oder was? Achso, ja. Mann, ich sehe nix. Braucht doch meine Herzen. Ist mach doch ich okay. Auch. Machst du doch gern. Ja. Ich versäule deinen Run jetzt noch gegen Ende. Hahaha. Ich genug Herzen rum. Verdammt. Ja. Mal alles aufmachen. Hier Number One. Lucky Foot. Holy Shield. Nett. Kannst du mal Run nicht mehr versauen. So, Holy Shield nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Und das kannst du einmal einsetzen. Moon, nett. War das Tooth on Touch? Oder war es einsetzbar, die schwarze Bohne? Weiß ich nicht. Das hier ist Poison, das andere ist Speed und Range. Ja. Brauchen wir Range? Eigentlich nicht. Nicht meiner Meinung. Nee. Meine Meinung nach nicht so rum. Dann reroll. Reroll.
Versteinerung. Versteinerung. Poison brauchen wir nicht mehr. Wir haben schon Skorpion, Revengefly und das hier war Leo, oder? Ja. Und das andere ist noch verlangsamt. Slow. Das Zombie würde ich nicht nehmen. Slow? Ja, du verlierst ja die Spur dann, oder? Wenn du das hast. Achso, ich mach die Spur, meinst du? Ja. Aha, die Feder kannst du auch einsammeln? Ja. Ja, ist die Frage halt. Wir gehen erstmal geheim rum. Ja, okay. Kannst auch den Moon einsetzen. Stimmt. Achtung. 2 Schlüssel. Nett. Wir werden da bestimmt eine Kiste kommen. Wir laden erstmal auf. Ich bin jetzt eigentlich nicht für den Slow. Steinhund ist sehr gut. Das war praktisch. Hätte gar nicht gedacht, dass das so gut klappt. The Wafer, Alter. Nee, forget me now. Meinte ich ja. The Wafer. Meinte ich ja. Nehmen wir auf jeden Fall erstmal mit. Piskis. Tier's ab. Immer schneller aufladen. Du verlierst auch den Würfel dadurch, aber du kannst dann trotzdem nochmal übelst viele Items einsammeln. Ja, könnte man überlegen, dann danach das noch zu machen. Danach dann. Ja, wir machen. Ja. So. Stimmt, hol ich hier. Wir machen The Lamp und dann machen wir nochmal The Lamp. Weil es Spaß macht oder was? Ja, macht's nicht. Helfer. Wir machen schon die Herzkantine. Mach das mit den. Wer ist ein Herz noch, genau? Ja, ich habe meinen Tod bekommen. Ich nicht. Ja, ich bin besser. Ja, schöner Raum. Schöner Raum. Gehen wir in die andere Richtung. Schöner Raum. Gehen wir in die andere Richtung. Verdammt, der hätte das nochmal sein müssen. Das hätte ich gefreut, ne? Schlüssel schon, ja. Goldner Schlüssel. Okay, das ist natürlich sehr geil. Ja. Mann, wie es das immer noch da unten zieht. Wie er ihn schiebt, ey. Wir kuscheln jetzt. Komm mit mir in die Ecke. Helf ab. Wir machen das mit dem Helf. Ja, ich merke schon. Kannst du immer. Kann ich nicht mehr. Könntest du fast. Also 25 Münzen finde ich sehr gut. Also rerollst erstmal da oben. Machen wir das? Weiß ich nicht. Ja, wir machen mal noch die 6 Räume. Alter Schwede, sei vorsichtig. Ich bewege mich einfach überhaupt nicht. Schon die ganze Zeit. Ja. Einfach gar nichts. Und ich war ziemlich gut damit. Ja, das stimmt. Aber. Cancer! HP ab! Hä? Hat kein HP abgegeben. Dann halt nicht. Fies. Aber der gibt uns ein paar Fliegen, wenn er trifft. Das stimmt. So schön wie die eingefroren nochmal da stehen. Er hat oft getroffen, muss man mal so sagen. Tears down, 2 hey. Allgemein, so ein paar Helfer wären schon ganz cool für die Fliegen. Versteinert, gestorben. Achso, wir sind gerade bei der Lamp. Noch behindert. Kannst trotzdem gerne die Lamp machen, wenn du magst. Ich find's erst weiß. Oh meine. Also, wir haben es geschafft, Leute. Ihr könnt auch gerne jetzt ausmachen. Oder ihr schaut noch zu, wie Flo Schaden bekommt. Ah, du hast Holy Shield. Was Holy Shield? Du kannst einfach mit einem Messer sinnlos reinrennen. Das stimmt. Das machst du einfach im nächsten Raum. Du hast Schaden bekommen. Haha. Oh, Schaden bekommen. Oh mein Gott, jetzt kannst du verlerzen, ne? Wir müssen die Ebene nochmal machen. Wir müssen nicht, aber ich mach sie nochmal. Bei mir macht mir das gerade Spaß, dieser Run. Wir sind auch extrem gut ausgestattet. Du kannst erstmal 2 rerollen. Jo. Leo, also, slow. Erst Zombie brauchst du nicht. Schauen wir für Vampire. Noch mehr Regeneration. Short Range Megatiers. Short Range Megatiers? Ja. Gut, damit war wahrscheinlich schon voll. Oh. Ja. Der Wafer. Ja, durchgehende Schüsse. Wie viele Räume hast du denn noch? 3. Hm. Dann nehmen wir das noch. Und das noch. Und noch mehr für die Familie. Und holen uns noch 3 Aufladungen. Wir machen trotzdem mehr Schaden. Ein Schott. Der Longleg. Und noch ein Schießer. Stark. Lohnt.
Ich glaube, wir haben bald alle Items. Bald alle Items durch. Du wirst ja sehen, sobald nur noch die Milch kommt. Schwarzes Herz? Nett. Warum schwarzes Herz? War das Chat? Ich glaube nicht, ich glaube, es ist eher dein Mystery Sack. Oder so, das kann sein. Wo war denn das? War das weiter links? Und dann runter, glaube. Ja. Wie gesagt, es ist halt schade, dass der Würfel dann weg ist, aber ich glaube, das ist auch mehr oder weniger egal. Er wird uns trotzdem fehlen. Ja, selbstverständlich wird er uns fehlen. Rock! Na, HP ab. Der ist ganz gut. Ah, oh, der Rest kann er eigentlich nicht. Was ist das? Ist das hier Taurus? Nee, ne? Ah, ne, Capricorn. All sets up. Stimmt. Findet man das? Eigentlich nicht, ne? Na. Brauchen mehr Leute, die hinter uns herrennen. Das ist eigentlich mein Ziel. Da rennt nicht hinter uns her. Tränenbomben. Will ich mal den Zahn einsammeln? Ja, wir haben ja nichts anderes. Ja. Der ist hier dunkel. Schlüssel? Dunkel Schlüssel. Achso, das war der Mystery Sack. Ja. Ja, muss mal sterben. Muss er auch. Karten. Ja, einsetzen zumindest, oder? Achso. Würdest du so mitnehmen? Na, das hier auch ein. Das hier wenigstens. Achso, einsammeln. Einsammeln, nicht einsetzen. Setz ein. Ja, setz mal. 12 Mal. Ah, ne, sogar noch mehr. Durch den Waver. 24 Mal bitte. Oh. Na, gibst du den Dead Cat? Schnell! Ah, die. Yamhart. Soll ich rerollen? Ja, mach mal. Na, vielleicht findest du ja noch den Würfel. Ich hatte ihn ja schon. Ja. Achso, stimmt. Dann praktisch. So dreimal. Fies. Aber interessiert uns halt gar nicht, ne? Nee. Nicht die Bohne. Wenn es voll ist, wird es schon mal dann einsetzen. Wir werden sowieso nicht rerollen können, fällt mir gerade ein. Das stimmt. Also alles mitnehmen. Und das Block wenigstens einmal einsammeln. Du bist wunderschön, weißt du das? Das macht bestimmt krassen Damage. Das müssen wir mal einsetzen. Auch kein Schaden. Nee. Aber Alter, gibt das viele Fliegen. Dafür ist natürlich ziemlich geil. Um Fliegen zu bekommen, das stimmt. Ja, in den großen Raum einmal blocken. Schwärmt aus! Tötet alles! Wir haben keinen Raum geöffnet, oder? Hat sich jetzt noch so angehört. Die Musik war einfach noch weg. Wir spielen zu lange. Musste CD. Nee, der Schallplatte ja. Umdrehen. Nee, Kassette. Aber ist Kassette. Da ist der geile Raum wirklich. Also habe ich doch richtig gehört, ja, ja. Dass sie aufgesprengt haben. Ich hab das nicht gehört. Oh, ich habe mal auf die Karte geguckt, weil da taucht ja meist ein schwarzer Raum auf. Aber das war halt nicht der Fall. Das hat mich halt gewarnt. Ah, nicht, ja. Ja, unbedingt. Also, aber sprengen. Schön. Coole Drehen. Batterie haben wir nicht, ne? Das ist ein bisschen. Wie Batterie? Das, der gleich wieder aufgeladen ist. Ach nach so. Einem Raum. Ja. Der neuen Voltblock. Oder das Trinket wäre halt echt cool. Wenn man das in jedem Raum einsetzen könnte. Der einfach mal nichts machen konnte. 99 Bomben. Bomben. Ganz seriöse Bomben-Spam. Aber ich krieg mal Schaden auf. Oh. Bomben. Ah! Bin überfordert in diesem Raum. Die sind einfach zu stark, wie viele Items wir kriegen. Laser. Ist der höher? Nein. Mach. Ah, das ist ja der Laser, der einfach nur dauerhaft ja. Mit dabei ist. Jetzt kriegt man wirklich Fliegen. Und er ist zielsuchend. Und er ist grün. Und er ist grün, das ist natürlich das Wichtigste. Das ist er wichtig. Ist grün. Was auch immer hier im Raum ist, okay. Das ist mir egal. Also gesagt, ist mir egal. Mann, sammeln sie immer wieder ein. Alter. Dieses und, Geräusch. Und das Versteinern ist ja auch noch dabei, stimmt. Das. Keine schlechte Entscheidung. Nö. Ja, jetzt sind wir doch schon was. Und wir haben noch ein paar Räume. Ich gehe mal kurz runter. Aha. Bevor wir das hier grandios beenden, muss ich wirklich jetzt noch doch alle Räume machen.
Geheimraum waren wir ja schon. Du schießt du da drauf übrigens, lustigerweise. Nö, lad doch auf. Achso. Dann schießt du da drauf. Ja. Und sag nicht nein. Ja, nein, meinte ich. Nee, was? Ja, nein. Du hast 13 Herzen. Ich hab unendlich Bomben. Ich kann mich einfach durchspringen. Ich bin viel schneller. Kannst blocken. In diesem Raum, das ist sehr wichtig. Das heben wir uns voll fast für den Wasser. Was noch, wir rollen wir doch nicht. Okay. Double Block dann beim Boss. Alles klar. Prepare for it. I prepare for Double Block. Missing Page. Ja! Wir vermissen ihn. Wir werden Isaac vermissen, wenn wir Platinum kotzen. Ja, dann kommt Afterbirth. Daher. Na. Nicht traurig sein? Eine Stunde 20, Alter. Guck doch nicht auf die Zeit. Ja, hier. Viel Schaden. Na toll. So. Krieg mal kein Devil hier, ne? Ja. Setz ein, ist mir doch egal. Jetzt nochmal jung sein, ne? Pubertät? Nee, lass mal. Nee. Ich bin bereit für Doppelblock. Okay. Nochmal blocken. Viele Fliegen! Ein dieser sehr, Run war einfach sehr schön. Souveräner Run. Geht wie gesagt auch 120. Nee. Stunden! 120 Minuten geht er nicht, sondern 80 Minuten. Aber trotzdem. Schön, schön, schön. Oh. Auf jeden Fall. Jetzt fühle ich mich gut. Ja. Dann morgen ist Challenge dran. Challenge Time. Genau, du bist dran durch deinen grandiosen. Was war's? Mittwoch? Nee, Dienstag. Wo wir ja wieder getauscht haben durch deinen Judas. Nein. Ja. Ist mir egal. Na, das wollen wir mal morgen sehen, ne? Ja, werden wir auch. Und wünschen euch noch einen wunderschönen Donnerstag. Sehen uns dann morgen wieder. Und ciao. Ciao. Dig me out, then fill the hole. Tear me apart.